Alright, Leute, da bin ich wieder mit XCOM. Ihr seid ja ziemlich scharf auf die Folgen. Ha, was steht an? Okay, der Ratsbericht ist kurz bevor und ich habe die Angst, dass Russland austritt, aber was sollen wir machen? Ja, wir müssen den Monat rumkriegen. Eingehende Übertragung. Oh, Daumen drücken. Commander, damit hat sich ein Mitglied entschieden, die Beteiligung am XCOM-Projekt aufzugeben. Auch wenn wir den Verlust der Unterstützung bedauern, stehen die verbleibenden Ratsmitglieder weiter hinter dem XCOM-Projekt. Sie haben bei der Bekämpfung der Aliens im Verlauf des letzten Monats gute Arbeit geleistet, Commander. Dennoch glauben wir, es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Nun gut, wir haben eine Wertung C bekommen. Zum einen ist Russland ausgetreten, das wird dann natürlich hart reinspielen. Und dann ist uns ein UFO entkommen, weil wir noch nicht die richtigen Waffen haben. Ja, müssen wir mit leben. Wie sieht's denn sonst aus? Wir können uns ab jetzt nicht mehr den Special Skill hier von Europa holen. Das ist schade. Ach ja. Okay, wir müssen uns um Frankreich und Japan kümmern. Gut. Und haufenweise Kohle. Sehr schön. Weiter geht's. Wir behalten sie im Auge. Topstack, Sumanda und Sylvestia, alle von der Krankheit zurück in den aktiven Dienst. So, wie schaut das denn aus? Wie sieht's denn aus mit der Forschung? Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Gut, gut. Und damit verringert sich die Zeit für die Forschung von Plasmagewehren. Hier rechts unten sehen wir es. Als wir eben angefangen haben, war es, glaube ich, bei 22. 3 Tage sind runter, 6 Tage schneller als vorher. Sehr schön, sehr schön. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Auch das passt. Die Energie wird knapp. Und auch wenn ich hier wirklich nicht das beste Layout für... Ah, können wir vielleicht sogar... Was könnten wir dann bauen? Satellitennexus wäre eine Sache. Gießerei müssen wir uns irgendwann mal drum kümmern. Ist jetzt nicht das Wichtigste, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Energie. Was tue ich? Soll ich hier das weitere Erdwärmekraftwerk hinbauen? Dann müssten wir hier mit den Satellitenkontrollzentren ganz nach unten. Ich glaube, ich baue erstmal ein ganz normales Kraftwerk. Für 60 überhaupt kein Ding. Her damit bitte. Und warum nicht? Eine weitere Werkstatt. Ach so, können wir sowieso noch nicht. 3 Energie. Naja, das haben wir ja bald rum. Dann gucke ich mal ganz fix, ob es noch andere Sachen zur Herstellung gibt. Gleich einen weiteren Satelliten. Naja, warum eigentlich nicht? Genau. Bauen noch einen an 6, 12 und 20 Tagen. Das hört sich doch gut an. Und der Rest, wir haben schon einen Skelettanzug. Medikit, Lasergewehr haben wir 1. Oh, wir müssen Abfangjäger kaufen. Ganz wichtige Sache. Phoenixkanone in Nordamerika. Okay. Haben wir jetzt schon überall ein paar... Ich muss mal ganz kurz gucken. Sieht man das auf der Liste? Sieht man nämlich nicht. Ab ins Lagezentrum. Wie sieht's aus mit den... Schiffen. Okay, wir haben Nordamerika, Südamerika, Europa und Afrika. Dann wird nochmal fix geguckt. Schiffsliste. Afrika steht was, Nordamerika steht was. Wir brauchen einen Abfangjäger in Südamerika, einen bestellt und einen in Europa. Her damit. Vielen Dank. In 3 Tagen kommt alles angeschifft. Ein paar neue Soldaten anheuern. Wo haben wir es? Da Soldaten anmustern. Ich gehe mal auf die 4. Und Offiziersschule. Gute Besserung. Soldaten erholen sich doppelt so schnell von Kampfverletzungen. Wir haben genug Kohle. Ja, warum nicht? Kann uns nur helfen. Her damit. Na dann, mit 500 rein in den nächsten Monat. Gabagandam, zurück. Ein Kundschafter. Her damit. Ist gelandet, wir müssen ihn so holen. Wen nehmen wir denn mit?
Mr. Jeff kommt heute als Scharfschütze da vorbei. Sehr schön. Lumatinus, du bist diese Runde mal draußen, aber vorher musst du noch deinen Kram abgeben. Bewaffnung, Schalenrüstung in Panzer, Scope bleibt ebenfalls zu Hause. Ein gelandetes Schiff. Was tun wir denn da? Ein gelandetes Schiff. Wir brauchen auf jeden Fall einen Scharfschützen. Ich würde gern zwei Stürmer mitnehmen. Zwei Stürmer. Ignis, du bleibst ebenfalls zu Hause. Nehmen wir mal wieder einen Heavy mit. Das wäre doch mal ganz abwechslungsreich. Wen haben wir da? Wir haben Endgamer zur Auswahl. Oder Wookie. Wookie, du brauchst immer noch mehr Erfahrung. Sonst bist du zu nichts zu gebrauchen. Ja, auch wenn ein Gamer schon ein bisschen länger gewartet hat, Wookie muss mit. Wir müssen irgendwie deine Erfahrung hochballern. Also, zeig, was du kannst. Schalenrüstung und Scope mit eingepackt. Sehr schön. Mr. Jeff, du kriegst gleich mal eine neue Ausrüstung. Whip, ab in die Bewaffnung. Du kriegst anstatt Schalenrüstung nämlich den Skelettanzug. Mit einem zusätzlichen Kletterhaken wird es unseren Soldaten leichter fallen, an höhere Positionen zu gelangen. Oh yeah, sehr schön. Mal gucken, ob das helfen wird. Präzisionsgewehr, Splittergranate wird... erstmal die Pistole wird zur Laserpistole. Und Splittergranate... Wir haben keinen Scope, aber noch hältst du nicht allzu viel aus. Ich gebe dir mal eine Nanofaserweste. Dann haben wir... Ach, wir haben ja jetzt 6 Leute dabei. Genau, das ist nämlich die Sache. Okay, Gabba, du bist gerade zurück. Du kriegst erstmal eine Schallenrüstung. Und dann müsste ich dir eigentlich noch einen Pulsbogen geben. Ja, wir wollen lebende Aliens. So, wie sieht's aus? Finrak mit dem Medikit. Gabba Gundam, Pulsbogen. Server, Pulsbogen. Ignis bleibt mal hier. Wen nehmen wir dann? Nehmen wir doch noch einen Scharfschützen mit. So mit 6 Leuten. Topstar. Die könnte ich eigentlich auch mitnehmen. 2 Unterstützer. Oh ja, machen wir dieses Mal doch mal was anders. Topstar kommt mit einer Schalenrüstung und wir brauchen noch ganz fix ein Medikit. Ab in die Technikabteilung. Wir kaufen ein Medikit, bitte. Zack, ein Stück. Und weil wir es später brauchen werden, ich baue mal gleich noch ein weiteres Scope. Und damit wär's das. Jetzt haben wir 2 Unterstützer dabei. Ja, das gefällt mir. Also, hin zum UFO. Medikit in die Hand gedrückt. Wookie, Scharfschütze mit Nanofaserweste kann man mal machen. Ja. Auf wie geht's? Na dann, Daumen drücken. Was macht ihr denn da oben? Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Na, dauert heute mal ein bisschen länger. Große Karte oder einfach nur viele Gegner? Ein Kundschafter dürfte doch eigentlich nicht so ausgestattet sein. Mr. Jeff, dein erster Einsatz. Hier spricht Big Sky. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand.
Oh ja, so sieht es aus. Was tue ich? Mr. Jeff müsste sich erstmal eine gute Position suchen, um das Feld zu überblicken. Da vorne wäre es natürlich geil, aber dahin sprinten ist ganz schön heikel. Gehen wir es langsamer an. Gabba, erstmal hinter... Oh, der Stein bringt volle Deckung. Klar, her damit. Sehr gut. Du siehst niemanden, dann bleib erstmal da. Ich schalte mal auf Pistole um. Finrak. Halbe Deckung. Server, dich will ich eigentlich nach vorne sprinten lassen, aber wenn hier keine bessere Position ist, bringt das nicht viel. Oder da ganz nach vorne. Nee. Das ist mir alles ein bisschen zu heikel. Dann bleibst du halt einfach mal whoop, auf halber Länge stehen. Gehst ebenfalls auf Pistole. Wookie, ich freue mich auf deine Raketen. Nur wo ballern wir die hin? Vielleicht dahin... Oh, du könntest dich ja mal hier oben hinstellen. Sieht auch nichts. Topstar. Jetzt haben wir ein schönes Gespann von zwei Unterstützern. Da sollte uns in der Mission nichts passieren. Können wir uns auch hier mal mit ihm ein bisschen nach vorne wagen. Wir haben ja viele Leute gleich in Feldposten zu stehen. Sehr schön. Und Mr. Jeff, wenn hier nämlich nichts los ist, dann sprintest du halt einfach mal nach vorne. Daumen drücken. Alles ruhig. Nun gut. Feldposten für die versammelte Mannschaft. Und dann bin ich mal gespannt, was die Viecher bringen. Oh, was war das? Merkwürdiges Geräusch. Waren das Mutants? Ich glaube schon. Gabba, was tue ich mit dir? Wenn du da nach hinten sprintest, ich will euch auch nicht zu krass auffächern. Ah, bleiben wir mal hier in halber Deckung stehen. Jetzt taste ich mich ein bisschen entspannt ran. Ah, schon ein ziemlich großes Stück hier aufgedeckt. Mr. Jeff, du wirst da in der Position wahrscheinlich noch ein bisschen höher klettern und den Feldposten übernehmen. Ja, oder ganz nach oben. Wie sieht's denn aus? Genau, mit der Skelettrüstung kann man doch so einige nette Sachen machen. Kommst du ganz nach oben da? Nee, leider nicht. Nee, dann bauen wir mal keine Scheiße mit dir. Da oben auch nicht. Nee, du bleibst im Feldposten. Bleibst einfach stehen und schaust mal, was du machen kannst. Okay, sprinte nach vorne. Volle Deckung hinterm Baum. Ja, ist gut gegangen. Und Topstar gibt dir Deckung. Aber nichts Besseres? Da, den Stein. Falls ich es wirklich mit Mutants zu tun habe, muss ich aufpassen, dass ich die Jungs nicht zu nah aneinander stelle. Ja, belassen wir es mal dabei. Na, bring it on. Zeigt euch. Ah, okay. Das sind mal stinknormale Schweber, oder? Gut, Gabba, wie weit kommst du nach vorne? Noch nicht allzu weit. Ja, erstmal an die Seite von Mr. Jeff. Mr. Jeff müsste sich mal ein bisschen hochschwingen. Noch besseren Überblick kriegen hier. Da oben ist aber keine Deckung mehr. Das stört mich. Na dann, hier nach vorne. Immer noch nichts. Auf die Pistole gewechselt. Und nein, nicht den Kletterhaken, sondern Feldposten. Wenn da drüben Aliens sind. Wookie, du gehst mal da auf die Flanke.
deck die mal schön ab. Okay, wir sehen immer noch nichts. Und du könntest Unterstützung brauchen, deswegen, Topster, auch wenn es jetzt nicht auf Anhieb so die beste Position ist, geh mal da bitte in halbe Deckung. Und Server, wagt was? Ein Sprint nach vorne, nur wo genau hin? Da, ich muss ein bisschen aufpassen, dass mir keiner hinten reinrennt. Aha, und da haben wir schon mal das UFO. Steht einfach da und lässt sich's gut gehen. Sprint. Mit gezogener Pistole. Immer noch nichts. Was? Ah, das lässt mich jetzt nachdenken, wenn sie so lange warten. Keiner attackiert mich, sie kommen nicht ran. Wir sehen noch nicht mal mehr eine Richtung, aus der sie kommen. Okay, wie sieht's aus mit dem Kletterhaken? Oh, ich komme nach ganz oben rauf. Machen wir das. Los, Skelettrüstung. Sehr gut. Siehst du was von da oben? Ist der beste Überblick, den wir bis jetzt haben können. Okay, hier in halbe Deckung. Solange du da oben nichts siehst, ist alles in Ordnung. Und Topstar sollte sich mal ein bisschen vorschlagen. Keine gute Deckungsmöglichkeit hier. Wie sieht es aus? Kannst du dich... Ja, ist zwar ein kleiner Rückschritt, aber vielleicht muss man eine große Runde ums Schiff machen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es nämlich, die Viecher komplett zu flankieren. Dann sind nicht wir diejenigen, die aufpassen müssen, sondern die netten Aliens von nebenan. Okay, Gabba, sprinte. Oh, hoffentlich ziehe ich euch nicht zu weit auseinander. Wenn das echt so... Es ist nur ein Kundschafter. Keine Angst, keine Angst. Aber ich werde so langsam unruhig. Ich würde hier gerne nach vorne sprinten, aber es ist halt echt keine Deckung zu kriegen. Dann Sprint. Komm. Zeig mir irgendwas. Wo sind die denn? Auch nichts. Okay, Wookie wagt sich vor in die Richtung, aus der wir das letzte Mal was gehört haben. Aber wenn jetzt nichts bald was passiert... Ah, okay. Was? Doch, das sind Mutants. Das müssen Mutants sein. Und ich will sie lebend haben. Wenn die da oben abhängen... Okay, ich sprinte mal da nach vorne. Gabba, du bist der, der einen Alien schocken soll. Aber sie halten sich zurück. Immer noch nichts. Mr. Jeff, ich bin mir nicht sicher, ob du von da oben... Du hast zwar Truppsicht, aber ob du von da oben wirklich so viel siehst... Bis jetzt noch nichts kommt. Vielleicht mal einen größeren Winkel über die Karte kriegen. Ja, muss dann halt so sein. Wieder zurück auf die Pistole und Feldposten. Wookie und Topstar, ihr macht jetzt hier so ein bisschen den Alleingang, aber wenn ich nur so an Gegner komme, muss das wohl sein. Und Finrak, dasselbe wie vorher. Hier oben, volle Deckung. Ah, dieses Schiff-Design ist geil. Ich finde die Dinger echt, echt schön. Topstar, gut. Du deckst mal deinen Kumpel Wookie da vorne. Nun denn, weiter geht's.
Und da, Mutants. Oh, oh, oh. Leichte Plasmagewehre, noch keine dicken. Und Server feuert. Ah, ja, die sind halt ein bisschen gepanzerter. Ah, wir könnten unsere Raketen auf der Seite brauchen. Ich habe vergessen, einen Rekruten mitzunehmen. Fällt mir jetzt erst auf. Mr. Jeff, und du siehst nichts. Verdammt. Puh, hier hatten wir volle Deckung. Hier nur eine halbe. Okay. Jetzt müssen wir was probieren. Mr. Jeff läuft ein bisschen nach vorne. Okay, sieht immer noch nichts. Gut, Feldposten. Na dann. Jetzt bin ich zu weit draußen, als dass ich es wagen kann, euch wieder zurückzuziehen. Wookie. Und da hätten wir was. Zwei Mutants. Ja, ihr sucht euch natürlich erstmal ein bisschen Schutz. Topstar, du musst aufpassen. Hier, halbe Deckung. Vielleicht siehst du die Viecher da vorne schon. Dann könntet ihr beide schießen. Nein, noch nicht. Na dann. Feldposten und Gaba. Gaba, Gaba, Gaba. Jetzt muss ich aufpassen. Mit der Pistole bist du hier zu nicht besonders viel zu gebrauchen. Du siehst keinen Gegner. Könnte dich sprinten lassen, aber du hast noch nicht die Durchschlagskraft, als dass du auf die Entfernung hier wirklich was reißen kannst. Okay, wir haben hier eine volle Deckung. Du bleibst einfach mal da. Genau. Mit der Pistole im Feldposten. Server, 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 Server. Du siehst drei. Verdammt nochmal drei Viecher. Oh, 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 oh. Oh, was war das? Ups. Sorry, Leute, dafür. Das war ein kleiner Ausrutscher. Was tue ich? Was tue ich denn jetzt? Finrak, du hast eine Rauchgranate und ich glaube, die solltest du schmeißen. Ich schmeiß sie mal auf euch beide. Ungefähr dahin. Nun gut, Wookie. Zeig, was du kannst. 48%, nicht die Welt, aber irgendwo müssen wir anfangen. Leider nein. Und was ich mit dir anstelle, Server, ich bin mir gerade echt nicht so sicher. 29, 49 auf euch beide. Ah, mit einer Pistole, wirklich? Und auch noch daneben. Die müssen näher ran. Ah, Ruf des Blutes. Ich habe es heute nicht rausgefunden, was es wirklich tut. Okay, daneben. Den hat Wookie schon mal überlebt. Ah, oh, da stehen schon ein paar Schweber bereit. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Gaba feuert einen Reflexschuss. Ja. Sieht gut aus. Wen hat's da gerade verletzt? Irgendwer wurde gerade getroffen. Oh, 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 oh. Oh, und sie sind gut. Sie haben schon zwei Leute getroffen. Wow, ne, die... Ach, du Scheiße. Jetzt werde ich nervös. Da haben wir doch mal... Mr. Jeff sieht immer noch nichts. Müsste hier eigentlich eine super gute Position haben, aber irgendwie wird es nichts. Okay, runter da. Immer noch nicht. Dann halt Feldposten. Wookie, sieht zwei Gegner. Hol deine Rakete. Das muss ich mit einer Rakete machen lassen. Komm, wie weit kommst du? Schön, 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 schön. Hau sie um. Dann können wir uns wenigstens die eine Flanke sparen. Sehr gut. Beide schwer verletzt.
Und Topstar, du musst das Ding rumreißen. Wo schicke ich dich hin? Spurten lassen wäre gar nicht gut. Nein. Das ist nicht der Plan. Nicht der Plan. Ich bin mir nicht sicher, ob du die da noch siehst. Deswegen hier, halbe Deckung. Ja, sieht einen. 69. Hau ihn um! Verdammt! Gaba. Was tue ich? Wir müssten versuchen, doch ein bisschen näher ranzukommen. Wenn ich es schaffe, hier nach vorne zu sprinten, könnten wir uns in ziemlich guter Position diese Mutants hier vornehmen. Sollte ich das probieren oder wird es zu krass? Oder ganz nach vorne sprinten und extrem aggressiv vorgehen? Nee, das kann ich nicht machen. Aber wir müssen was wagen. Wir müssen hier irgendwie das Ruder rumreißen. Halbe Verteidigung ist... Sehen wir unsere Gegner da noch? Ich glaube nicht. Okay, dann müssen wir was wagen. Sprinte nach vorne. Wir haben keine Feldposten, also können wir uns frei bewegen. Oh Gott, er sieht 6 verdammte Aliens. Schrotflinte. 80% auf den da. 80%. Oder holen wir uns lieber ein paar Schweber aus der Luft. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. 80% auf den Mutant, aber den Schweber, da kriegen wir auf jeden Fall vom Himmel. Also, hol ihn dir. Yes! Einer weniger. Bis jetzt zwar ein Tropfen auf den heißen Stein. Oh Gott. Server, dich müssen wir da irgendwie zurückholen. Nur, was mache ich mit euch? Wen habe ich denn noch? Finrak? Du kannst hier noch nicht anfangen zu heilen. Okay, 82% auf einen Schweber. Sollten wir schaffen. Oh, und der killt den nicht. Was machst du denn? Wo ziehe ich dich hin? Ich könnte dich hier nach hinten sprinten lassen. Das ist natürlich ein Problem. Die Schweber sind rausgekommen und stehen jetzt im Rauch, oder? Der eine da vielleicht. Ah, wir müssen eine Defensivaktion mit Server machen. Ich lass ihn, geh auf Sturm und Schuss, aber wir spurten zurück. Genau, nehmen die Pistole und versuchen uns, diesen einen Schweber da zu holen. Na, wie war die Chance auf den anderen? 79? 29 auf den Mutant? Okay, dann hole ich mir den einen Schweber da hinten. Hol ihn dir. Was? Der hatte doch nicht nur einen Lebenspunkt? Habe ich nicht gesehen. Der Mutant verzieht sich. Sie rennen beide weg. Ach was. Oh, scheiße, Mann. Daumen drücken. Daneben, sehr schön. Der Schweber steigt in die Luft. Oh, und kommt in unserem Rücken runter. Oh, ah, verdammt! Die Mutants sind echt gefährlich. Weiterer Schuss. Ach du Scheiße. Gaba Gundam wurde getötet. Der zweite Verlust. Oh Mann! Was mache ich? Mr. Jeff sieht immer noch nichts. Dann halt... Halbe Deckung. Wir müssen hier irgendwie Schaden anrichten. 55 auf den Schweber da oben. Können wir mit dem Scharfschützengewehr schießen? Wie sieht's aus? Nee, noch nicht. Bis jetzt nur Präzisionsschuss. 55, 45 auf den Mutant. Okay, dann muss ich mir den Schweber holen. Komm, 55. Ah.
Ah, Wookie. Nimmst du die Verfolgung auf? Wirklich an der Position? Halbe Deckung? Müssen wir irgendwie tun. Oh, der Mutant ist ein... Reflexschuss? Oh. Ihr Schweine, das habe ich nicht gesehen. Oh, noch mehr. Noch mehr. 48 auf den Mutant da hinten, 48 auf alle anderen. Na, dann muss ich mir erstmal die Verwundeten holen. Komm, hau ihn um. Ja, aber sowas von negativ. Wo könnten wir hin? Topstar, was kann ich mit dir anstellen? Wookie braucht da unten dringend eine Heilung, aber wir müssen erstmal weitere Mutants ausschalten. Nicht euch, sondern die beiden da hinten. 69, aber wir müssen den 49er nehmen. Ein Mutant weniger. Server. Sprinten kannst du nicht. Ich könnte dich nach unten ziehen, aber es bringt mir nicht viel. 59 auf den Schweber da oben. Einziger Gegner, den du siehst. Hau ihn um. Treffer und nicht umgehauen. Ein Schweber hinten auf 79. 79 Trefferwahrscheinlichkeit. Haben wir noch eine andere Chance? Nee, das ist der letzte. 79. Hol ihn dir. Yes. Captain Finrak wurde befördert. Sie treten den Rückzug an. Sie ziehen sich zurück. Ja, wer und wo? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutants nicht angreifen. Da wird geschossen. Auf Wookie. Corporal Wookie wurde getötet. So langsam kriege ich Kopfschmerzen. Das ist ganz bitter. Topstar. Oh, das kann doch nicht sein. Keine weiteren... Server. Okay. Diesmal 79. Hol dir den Scheißschweber. Sehr gut. Finrak. Wunden lecken. Einmal nach vorne gelaufen. Und Medipack auf dich selbst. Oh, oh, Leute. Mr. Jeff. Du bist doch noch nicht so erfahren, wie ich dachte. Noch reicht es leider nicht aus. Was tun wir? Aufs Scharfschützengewehr umgestiegen und in den Feldposten. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Topstar. Du siehst einen Gegner. 49%. 49, das ist echt nicht viel. Kannst du dir vielleicht eine bessere Position? Hier ist halt auch gar nichts. Okay, wir probieren was anderes. Ich ziehe mich hier zurück. In volle Deckung, dann müssen die Viecher halt von hinten kommen. Und da kommt der Mutant. Oh, sind sie schnell hinterher. Yes, Mr. Jeff, mit Scharfschützengewehr. Yes, sehr schöner Treffer. Noch weiter in offenes Gelände? Oh. Die trauen sich aber was. Mr. Jeff, wen holt er sich? Kann ich mir erlauben, der wäre halt perfekt, dieser Mutant da, um ihn zu betäuben. Hier wäre derjenige, der betäuben kann.
aber ich komme nicht nah genug rein. Nein, 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 nein. Können wir nicht machen. Das können wir uns echt nicht erlauben. Mr. Jeff, das ist der einzige Gegner, den du siehst. 65%, kurz geschaut, wie es mit der Pistole aussieht. Genauso 65. Na, dann nehme ich lieber die Laserpistole. Die muss ich nämlich nicht nachladen. Hol ihn dir. Yeah. Mr. Jeff, befördert. Topstar, Topstar, Topstar. Wo ziehe ich dich hin? Ich brauche eine bessere Position. Oh, sehr schön. Hier, volle Deckung. Ob du dann den Mutant noch siehst, ich weiß es nicht. Probieren wir es. Ja, du siehst ihn. 69%. Kritischer Treffer. Hätte es ihn fast gelegt. Na, wer sich so ins offene Gelände stellt. Sarah, wen siehst du gerade? Wir könnten sprinten. Wir könnten sprinten, aber du bist verletzt. Es geht nicht gut. Nein, 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 nein. Finrak, wen siehst du? Du siehst den Mutant da hinten und einen Mutant auf der anderen Seite. 72. Aber nein. Da musst du eher das tun, wofür du geschaffen wurdest. Zurück und heilen. Genau. Damit Server durchhält. Komplett Heilung. Sehr schön. Dann können wir es uns nämlich auch erlauben. Sturm und Sprint. Gut. Wir sehen einen. Wechseln auf die Schrotflinte. Wie viel... Oh, okay. Mit Schnellfeuer keine Chance. 33. Was? Nur 33%? Jetzt ist die Frage. Soll ich das machen oder mich in den Feldposten stellen? Ich weiß nicht, ob das Vieh sich wirklich... bewegen will. Ich probiere es mal mit einem Feldposten. Keine weiteren Verluste, bitte nicht. Oh, bewegt sich nicht. Feuert auf Finrak, schießt daneben. Sehr gut. Traut euch, kommt raus aus eurer Deckung. Na, Mutant, was machst du? Nichts. Gar nichts. Aha. Wenn ich hier nach vorne sprinte, ist nur halbe Deckung, aber ich glaube, das sollte ich tun. Komm. Du bist Stürmer, also Stürme. Schnellfeuer, den holst du dir. Bam! Yes! Wo haben wir den zweiten Mutant? Der steht echt immer noch da oben. Vielleicht wären das keine... Nein, keine Betäubten. Aber dafür holen wir uns den hier. 69. Drück die Daumen. Sehr gut. Ich brauche Munition. Finrak, Finrak, Finrak. Da ist nichts. Lieber erstmal... Feldposten. Und Mr. Jeff? Näher ran da. Oh, so schnell kann es gehen. Von 6 auf 4. Und da sind die restlichen Mutants. Ja, jetzt kommen sie aber hinterher. Oh, das, ja, da sind noch 3. Einer von denen ist noch schwer verwundet. Die Sache ist, wir haben hier aber noch welche drin. Und... vor denen müssen wir uns noch in Acht nehmen. Okay. Schauen wir mal. Reingespäht. Nichts. Wirklich nicht. Ich lade mal nach. Finrak. Okay, wenn da nachgeladen wird, musst du in den Feldposten. Genauso wie Mr. Jeff, aber jetzt mit dem Scharfschützengewehr. Wir müssen uns zusammenziehen. Topstar, wegsprinten. Erstmal so weit wie möglich weg. Kommst du da oben noch hin? Nee, nee, da ist keine Chance, drüber zu klettern. Ja, wir ziehen sie jetzt erstmal nach und nach alle wieder zusammen. Dann können wir
Ja, ich weiß das, dass da hinten noch genug sind. Lass sie kommen. Oh, schießt und schießt daneben. Nur noch halbe Deckung. Wir haben so ein wahnsinniges Glück bis jetzt, dass sie nicht... Oh, wird getroffen. 4 Trefferpunkte. Server, rein. Räum hier auf. Ich weiß nicht, was noch da ist. Nicht viel. Okay, Finrak geht auf die Seite und macht schon mal einen Feldposten für die Mutants, die bald kommen. Mr. Jeff kümmert sich genau um das Gleiche, aber hier unten. Ja, so kriegen wir sie. Wir lassen sie in eine Falle rennen. Topstar sprintet. Da nach oben? Du könntest da nach oben. Kannst dich dann aber noch nicht heilen. Da habe ich dich eigentlich lieber erstmal in einer sichereren Position. Da wäre volle Deckung zum Beispiel. Was tun wir? Was tun wir? Ein kritischer Treffer bringt dich um. Kann ich nicht, kann ich echt nicht in Kauf nehmen. Deswegen erstmal hier, volle Deckung, heilen. Wäre das schön, wenn wir jetzt, wenn wir sie jetzt echt in den Kugelhagel rennen lassen. Kommt schon, kommt schon. Server. Ich weiß, du traust dich gerade verdammt viel, dich hier alleine in das Schiff reinzuschlagen. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Oh. Okay, keine Feldposten. Topstar in Sicherheit. Nächste Runde wird da oben nachgelegt. Da hätten wir einen Mutant. Ja, ja, ich weiß, da ist immer noch was unterwegs. Oh, so langsam habe ich das Zeitgefühl verloren. Ist schon eine verdammt lange Folge, oder? Was tun wir hier? Finrak, du siehst sie noch nicht. Halbe Deckung hier. Wir müssen irgendwie ein bisschen Gegendruck aufbauen. Also, Feldposten. Dem ganzen Geröll da kriegen wir keine Sichtlinie hin. Halbe Deckung auf die Seite. Laserpistole, Feldposten, Topstar. Du siehst deinen Gegner. Hast aber immer noch keine Munition drin. Nee, das klappt noch nicht. Das klappt noch nicht. Müssen sie erstmal kommen lassen. Erstmal hier runter, nachladen, dann können wir weitersehen. Geladen und entsichert. Puh. Und hier geht's weiter. Server, wenn du das hinkriegst, gibt's einen Orden. Okay, hier ist die Energiezelle, kein Alien. Feldposten. Da ist er. Finrak? Yes, kriegt ihn. Ist keine Bedrohung mehr. Und da ist der zweite. Gott, trauen die sich nah ran. Was mache ich jetzt? Was mache ich? Topstar sieht nichts. Jedenfalls nicht aus der Position. Jedenfalls nicht aus der Position. Mr. Jeff, du siehst einen Gegner? Okay, als Scharfschütze. Zeig mir, was du kannst. Präzisionsschuss. 25%. Ach komm, show me what you've got. Wäre auch ein Wunder gewesen. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ja, das wird nichts. Viecher zu betäuben kann ich mir echt sparen. Okay, mit Sturm und Schuss könnte ich hier raussprinten. Und sogar ziemlich nah rankommen. Aber ich habe hier ja noch zwei andere. Erstmal Finrak. Wie sieht's aus mit der Trefferchance? 46. Nicht die Welt.
Könnte ich mir besser vorstellen. Du könntest nach da oben... Schaffst du es hinter den Baum? Ja, schaffst du, aber... Ich weiß nicht, ob das als flankiert gilt. Ich glaube nämlich nicht... Oder war es da eben Feldposten oder ist er nur rangekommen? Ich traue ihm nicht. Komm, 46, probier's. Ja, sehr schöner Treffer. Topstar, Topstar, Topstar. Hierhin, volle Deckung. Du siehst deinen Gegner. 43. Oh, wir könnten das Vieh halt echt umpusten. Komm, hol ihn dir. Ah. Getroffen, aber nicht umgelegt. Könnte ransprinten. Aber nee, 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 nee. Das darf ich einfach nicht machen. Ich könnte von hier drinnen schauen, ob ich den draußen sehe und ihn dann noch mit der Pistole umballern. Sollen wir das machen? Ich probiere mein Glück. Nein, leider nicht. Ah, auf die Pistole gewechselt. Feldposten. Hä, wo steht er denn auch? So ein Dreck. Hier ist nur eine kleine Tür. Und ich habe mich verklickt. Was für ein Glück. Oh, der zweite Mutant. Okay. Sie unterstützen sich. Ruf des Blutes. Server, ich krieg dich da nicht rangezogen. Topstar, was kannst du reißen? 43 da, 29 da hinten. Finrak muss nachladen. Na dann tu das mal. Aber auch schön in Sicherheit da. Wir laden nach. Mr. Jeff, hat sich irgendwas verändert? Na, mit 25%. Nicht nochmal, bringt doch nichts. Gut, Laserpistole. Hol ihn dir. 29, Mann. Du bist Scharfschütze. Verdammt, ein lebt noch. Come on. Yes. X-Ray ausgeschaltet. Okay, Server, kümmere dich mal wieder um den Innenraum. Ich glaube nicht, dass hier noch was drin ist, außer dem Außenweltler. Und den kriegst du halt ohne Probleme. Na, Mutant, was tust du? Ja, jetzt hat er Schiss. Alle deine Kumpels sind tot. Ein Blick ins Innere. Ah, wir kommen dem Kontrollraum immer näher. Aber ich will es nicht übertreiben. Wir schleichen uns langsam ran. Finrak. Nachgeladen hast du. Hier eine halbe Deckung? Könnte man machen, wenn ich den Gegner sehe. Na? Nein, leider nicht. Feldposten. Mr. Jeff ebenfalls. Nur wohin? Weit nach oben. Hier könnten wir ausprobieren. Müsste jetzt, so wie das Vieh sich bewegt, gute Position sein. Topstar, Topstar, Topstar. Nachladen. Nachladen und warten. Oh, da steht einer frei. Ah, good to know. Wo gehen wir rein? Wir öffnen den Raum. Wir sollten alles versuchen, eine dieser Kreaturen mit dem Pulsbogen einzufangen. Good morning. Mit konventionellen Waffen bleibt nicht viel von ihnen übrig. Die Sache ist, was hat er denn für eine Knarre?
Ah, ist auch nur eine Plasmapistole. Nein, doch, es ist ein leichtes Plasmagewehr. Wenn ich den nächste Runde kriege. Ja, ich werde nicht auf ihn feuern. Versuchen uns zu verstecken. Ein Schuss kann er im Notfall aushalten. Finrak, wie sieht's aus? 72% auf die Entfernung. Na dann. Yes, kritischer Treffer auf den Mutant. Vielleicht eröffnet sich ja doch noch eine Möglichkeit, ein Leben zu kriegen. Mr. Jeff pirscht nach vorne. Okay, probieren wir es doch mal mit einer Flanke. Topstar, renn. Genau, schön in Deckung gegangen. Haha, ihr kriegt Angst. Okay, was passiert da drin? Oh, das Vieh kommt raus. Und schießt. Oh, ach du. 9er. Das ist, glaube ich, der höchste Schaden, den man mit so einer Waffe hinkriegt. Und jetzt habe ich ein Problem. Was tue ich? Wie wäre unsere Chance? 70% betäuben kann ich nicht machen. Wir haben 100%... Ja, ich muss das Vieh umblasen. Das Risiko kann ich nicht eingehen, dass wir den nicht betäuben und Server drauf geht. Also, hau ihn um. Das war's. Wir haben schon einen lebendig, verdammt. Finrak. Solange du nichts siehst, kann sich Topstar vielleicht ein bisschen nach vorne schleichen. Oder? Komm, raus mit dir. Da haben wir ihn. Steht komplett frei. 69%. Und daneben. Kann ja nicht sein. Halbe Deckung. Wir sehen keinen Gegner. Feldposten. Der nächste. Komm, volle Deckung. Und nichts. Da sind noch zwei Mutants versteckt. Mr. Jeff feuert mit der Laserpistole und fetzt ihn um. Oh, das war's. Ein weiterer Sieg. Oh Gott, wie anstrengend. 11 getötete Aliens, aber 2 XCOM-Einsatzkräfte verloren. Jungs, tut mir leid um euch, das war wesentlich härter als gedacht. Oh Mann. Leute, ich brauche eine Auszeit. Das war ja wirklich mal ein Marathon. Und da sind wir. Corporal Wookie und Soldat Gabagandam gefallen. Für euch wird ein Ehrenmal errichtet. Finrak, auf Major befördert. Du hast deinen tiefe Taschenskill bekommen. Kannst jetzt 2 Gegenstände mit dir rumschleppen, was wahnsinnig gut ist. Und Mr. Jeff in den Rang Corporal. Schnellschuss oder Truppsicht. Mit deiner Skelettrüstung machen wir mal eine Truppsicht draus. Zack. Wir haben mehrere Schweberleichen, viele Mutantleichen, extrem viel Alien-Legierung. Puh. Mann. Dafür mache ich für heute erstmal Schluss. Ich werde euch einen Link reinsetzen. Das habt ihr dann am Anfang gesehen, der die Folge in 2 Teile teilt, falls ihr die in 2 unterschiedlichen sehen wollt. Aber ich werde sie in einem hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich brauche eine Auszeit, echt. Fresh Copper ist raus. Ciao, Leute.